Moin und hallo, herzlich willkommen zurück zu Guild Wars 2. Wir sind hier in Löwenstein und wollten mal die Story weitermachen. Es gab jetzt auch wieder den großen Patch, Zeit, echten wovon Schaden wir schon erzählt anzurichten. hatten. Und jetzt können wir auch auswählen, welche Dailies wir machen. Wir haben 8 zur Auswahl. Oder so ähnlich. Ne, 9. Und 5 davon Keine müssen wir halt 10? machen. Bei mir sind es 9. Scheint auch jeden Tag zu wechseln, welches da zur Auswahl gibt. Also sie haben das ein bisschen erweitert und es gibt jetzt nur noch immer eine Stufe anstatt unterschiedliche Instanzen so an. Ja, Sekunde. Ich bin gerade was absurd. Ja, hallo, warte. Ja, wenn du sagst ja Sekunde und du hattest nur noch eine Sekunde, dann bin ich mir nicht so sicher, dass du noch annimmst. Warum heißt es jetzt die Vergangenheit ausgraben? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Connor hat jetzt die gleiche Story wie wir. Nein, ich denke nicht, dass sie erst die Galgen ist. Da vorne steht erst die Galgen. Beziehungsweise in unserem Fall ist es ja Ritlock. Brimstone. Ach, Brunnen existiert wieder? Oder nur wegen der Story? Nee, der wurde wieder gefunden. Ah, hat lange noch gedauert. Ja, seit Halloween halt. Ja, Halloween bis Winter. Frühling. Hängt das bei euch auch? Grad los. Ah, okay. Willkommen, Kameraden der Klinge des Schicksals. Tag. Wir müssen über die Altdrachen reden. Als ich zusagte, wusste ich nicht, dass auch dieser Char kommt. Dasselbe gilt für euch, Mensch. Kommt ihr jetzt um Vergebung angekrochen, Logan? Bei mir gibt es nichts zu vergeben, Ridlock. Logan, Ridlock, Schluss mit dem Hickhack. Keith, das wird doch nichts mit uns. Nicht nach dem letzten Fehler. Ja. Die Norn hat recht. Wenn er Stegalken Fehler macht, gibt's Tote. So denkt er also darüber, Soldier, dass das mein Fehler war? Bitte, ihr alle. Jetzt ist es an uns. Helfen wir den Orden. Wir haben schon gegen Altdrachen gekämpft. Und verloren, weil jemand nicht mithalten konnte. Habt ihr was zu sagen? Sagt's mir ins Gesicht. Würde ich, das aber ihr rennt ja ständig davon. Bei diversen ich sollte euch einfach aufschlitzen. Dass die Gegner mal wegrennen, ja, womit? Anstatt dass sie mit ihn dem Menschenschwert, das ihr aus Askalon geplündert habt? Ja. Genug, das war's hier. Lauft ihr wieder weg? Ridlock, ihr macht es nur schlimmer. Na dann, Wiedersehen. Ha, das sagt die Richtige. Logan hat ausnahmsweise mal recht. Ich habe Wichtigeres zu tun. Mir reicht's. Und ich streng mich nicht für Feiglinge und Narren an. Lebt wohl, Keith. Traurig, Logan und Ridlock streiten zu sehen. Gäbe es nur etwas, das sie zusammenschweißt. Ja, ich weiß etwas. Keith, ich muss auch gehen. Das Treffen war wohl ein Fehler, aber ich wüsste vielleicht eine Lösung. Das ist die große Frage, die wir uns stellen müssen. Jetzt sagen wir mal Tschüssikowski. Und dann dürfen wir jetzt unsere Post lesen. Treffen bei der Feste der Wachsamen. Rekrut, auf Befehl von General Almora Seelenhüter treffen wir uns im Hauptquartier der Wachsamen in Löwenstein. Dort erfahrt ihr nähere Einzelheiten zu eurer ersten Mission. Ihr werdet mir bei einem Problem in der Festung Ebonfalke zur Hand gehen. General Seelenhüter beobachtet euch mit Interesse. Ich bin sicher, ihr werdet ihre Erwartungen erfüllen. Willkommen bei den Wachsamen, Kriegsmeister Forgal Kernson. Na, du mich auch. Wieso? Ja, weil es ist. Ach. So ist das. Genau. Na, wenn so das so ist, dann ist das. Gut, wo ist denn hier? Achso, in Fort Marina, natürlich. Wo denn auch sonst? Ja. Genau. Reisen wir mal zur Marinade. Wartet doch auf mich. Oh no. Du brauchst nicht reisen. Und? Ladescreen durch. Ja, und bei mir wurde die Story nicht anerkannt. Ah, cool. Aha. Da musstest du sie wohl doch noch separat machen. Aber konntest du denn gerade auswählen, ob du fortführst oder nicht? Nein. Sehr gut. Ich habe auch den Brief nicht bekommen. Jens, du? Nö, ich kann aber trotzdem weiter fortfahren. Ah.
Dann bekommt wohl nur einer den Brief. Hahaha, ha, 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 langsam da hinten. Mann, bist du langsam. Ach ja? Ja, ja. Ja, das war der Falsche. Ja, Marcel? Sekunde. Ja. Na super. Jo. User in your channel timed out. Sehen uns dann gleich wieder. Ja. Da kann ich ja noch die Story von mir für mich machen. Ja, ja, mach das. So. Zurück sind wir. Und wir sollen jetzt uns bei General Almora Seelenhüter melden. Den Chef verlangt, der Chef hat... Ah, nein, ich bin schneller, ich bin immer noch schneller. Ich bemühe mich gar nicht. Der Chat verlangsamt dich immer noch. General Seelenhüter. Nee, tut es nicht. Ich überbringe doch. Königin nee. Jenna eure Nachricht. Doch. Aber versprechen nee. Kann ich nicht. Der Chat ist immer noch zu schwer, weißt du doch. Krykas einzige Hoffnung auf Frieden mit den Schar. Wir können die Unterhändler auf keinen Fall zurückziehen. Muss man Botschafterin Herser Elidor kennen. Das ist eine sehr dumme Entscheidung. Das reicht, Kriegsmeister. Danke, Fürstin Versa. Die Wachsamen tun ihr Bestes, um alle zu schützen. Die Wachsamen tun ihr Bestes, um alle zu schützen. Ich bin Saranas, Herrin neuer Rekrute, melde mich zu Dienst. What the fuck? Was ist los? Leck, leck, leck. Ah! Es leckt immer noch. Könnte es mal. Dialog starte bei mir. Ist er bei euch schon gestartet? Vor sechs Jahren erhob sich ein Drache in Ascalon. Er flog südwärts, zog eine Schneise der Verderbnis und des Todes. Ich stand unter ihm, als der Drache vorbeiflog. Ich überlebte, viele andere nicht. In ganz Tyria fand ich andere, die von Zerstörung durch Drachen sprachen. Menschen und Silvari im Kampf gegen Untote an ihren Ufern. Asura, vertrieben aus ihren unterirdischen Städten. Wir vereinten uns zu einer mächtigen Bruderschaft. Den Wachsam. Wir sind stolz, dass ihr an unserer Seite kämpfen wollt. Euer Mentor ist Forgan, einer unserer besten Soldaten und der tapferste Norn, den ich kenne. Er wird euch alles lehren für den Kampf an unserer Seite. Ich finde dieses Motto außerdem sehr gut. Was? Manche müssen kämpfen, damit alle frei sind. Gut, das ist irgendwie ein Satz, aber kein Wort. Ich bin Almora Seelenhüter. Ja. General dieses Ordens. Ich sagte Motto, hä? Man hat mir geschrieben, nee, Wort, ihr seid verstanden. Der Beste, den Motto. Man je gesehen habe. Nee. Ich freue mich Motto. Darauf, euch den Beweis für diese Behauptung Nein. erbringen Meine zu Motto. Sehen. Ich werde mich Kolle, anstrengen, General. Meine ganze Hingabe gilt dem Kampf gegen die Drachen. Zeigt mir nur, wo ich kämpfen soll. Ha! Ihr gefällt mir jetzt schon. Euer Ausbilder wird Kriegsmeister Forgal Kernzorn sein. Jetzt hört mal zu. Mir ist gleich, was ihr in der Vergangenheit getan habt. Die Wachsamen brauchen Helden, keine Geschichtenerzähler. Was ihr heute tut, nicht gestern, das zählt für mich. Verstanden? Ja, Kriegsmeister. Ja, Meister. Wenn ihr einander eine Chance gebt, werdet ihr euch gut vertragen, denke ich. Aber jetzt zur Sache. Abtrünnige gefährden die Vertragsverhandlungen zwischen Kryter und der Eisenlegion. Die Wachsamen müssen dafür sorgen, dass der Vertrag zustande kommt. Die beiden Nationen müssen die Drachen bekämpfen, nicht einander. Ihr werdet mit Kommandeur Samuelson zu tun haben, dem Anführer der Ebon-Vorhut, einem leidenschaftlichen Unterstützer des Vertrags. Geht nach Ebon-Falke und haltet die Abtrünnigen auf. Jawohl, einverstanden. Och nö, ich wollte aber eigentlich gar nicht nach Ebon-Falke schon. Doch. Nichts dagegen. Raus aus der Innie. Jetzt wollen wir nach Ebon-Falke. Wollen wir das wirklich? Weiß nicht. Das werde ich mir nochmal überlegen. Ich habe fertig. Auf nach Ebon-Falke.
Über Portal. Portal Menschenhauptstadt Götterfels. Und dann durchs Portal nach Elbornfalke. Götterfels. Ja, wenn man Götterfels schon wäre. Ah ja, da wo die Seraphen stehen. Juhu! Immer ein Seraphen. Sollten wir vielleicht jetzt vorher noch Götterfels erkunden komplett? Nee. Doch. Auf dem Rückweg. Ja, wir kommen da aber nicht zurück. Natürlich. Nein. Nicht über Götterfels. Oh doch. Oh nein. Oh doch. Oh nein. Auf zum Fahrstuhl. Finde ich auch genial, dass es Fahrstühle gibt. Auf zum Aussichtspunkt. Nee. Doch. Fahrstuhl ist viel besser. Auf, raus aus dem Ladescreen. auf und davon. Jetzt auf nach Rurikstadt. Ihr müsst hier so. Oder hier so. Oder einfach so. Das sagte ich doch gerade. Nee, du hast so gezeigt. Oder so. Ach. Ja. So, die sind die Fahrstühle, die Marcel meinte. Ja, genau, der so, richtige, und unten die kürzere. Sind ja, ich folge nämlich den Pfeilen. Irgendwie lädt hier irgendwas Tschüss. Nicht bei mir, glaube ich. Scheiße. Bis jetzt. Bei mir fehlen die halben. Was zum Henker? Bullshit. Bei mir lädt alles erst jetzt nach. Was zum Henker passiert hier? Was passiert mit Guild Wars? Mal, ne? Instabiler Fritten. Instabile Fritten, oh mein Gott. Ja. Eine Portion Pommes gibt's bitte. Ganz viel Kartoffelpü. Eine mittlere Pommes bitte. Ach ja. Das sind instabile Fritten, die zerplatzen sofort und du kriegst nur das Innere. Ja. Jetzt ist bei mir der Background, aber der Dialog fehlt. Ah, cool. Ah, cool. Aber du hörst es? Nein, es ist einfach gar nichts aus dem Background da. Habe ich momentan so einen heftigen Delay? Ich verstehe es nicht. Ah, es geht los. Willkommen in Ebonfalke, Rekrutische. Bei den Schwingen des Raben, was geht hier vor? Die Wachsamen. Balthasar sei Dank gerade zur rechten Zeit. Ich bin Samuelson, Wade Samuelson, Kommandeur von Ascalon. Ich bin Kriegsmeister Kernson und dies ist mein neuer Rekrut. Erstattet mir Bericht. Geht der Dialog jetzt noch bei dir weiter? Nö, das ist einfach abgebrochen. Zum Teufel. Ah, cool. Nicht solange ich hier bin. Also die Char greifen an und ja. Wir müssen die Abtrünnigen zurückschlagen. Jo. Fress meinen Staub! Ironischerweise ist das jetzt wieder ohne Delay. Ich verstehe es nicht. Ja, seit dem Patch sind seltsame Bugs aufgetreten. Es gab doch heute nochmal einen 20 MB Patch. Ja, und seitdem tauchen bei mir auch diese komischen Fehler auf. Ups. Ups. Nein, das Problem. Ich war auf Feuer jetzt eingestellt und nicht auf Feuer. Das ist ein paar Probleme. Das ist aber weiter ein heißes Zerfall. Hm. Wieso gibt's heute keine Wiederbelebung? Das ist doch Bullshit. Weil wir heute in Herbert sind. Ja, 5000 Leute tot. Das ist ja auch der Grund, weshalb es heute keine Wiederbelebung gibt.
Geschwindigkeit der Luft. Egal, Free XP. Die Straße ist sicher. Vor Hut, antreten und das Gebiet halten. Wir rücken zur Kreuzung vor. Okay, warum auch immer wir jetzt erstmal dahin fliegen. Ja? Na, wir gehen ins Zentrum. Ja, aber wieso erst hier so ein Außenbereich, der irgendwie gar nichts hiermit zu tun hat, wenn wir vom Portal kommen? Dann erst ins Zentrum? Weil da auch Gegner waren. Ja und? Es sind überall Gegner. Ich muss auch gleich sagen, rein nicht im gesamten Bereich. Ach, tötet einfach 200 Gegner und dann so. Level up. Gegner wiederbeleben, was? So war das aber nicht gedacht. Also da hast du irgendwas missverstanden. Du kannst ja gerne Blitz benutzen, ne? Aber nicht für uns negative Vorteile. Negative Vorteile? Für den Gegner positive Vorteile. Hey, nicht wiederbeleben hier, ne? Ehrlich, kämpft mal hier. Ja genau, Jens, mach doch mal was. Der kommt da dann noch. Bis sie keinen Bock mehr haben, nach Hause. Oha! Da fährt mal anders, ich hoffe nicht. Seid mir gekommen. Die Kreuzung ist sicher. Vorhut, verteidigt uns hier. Wir übernehmen die Unruhestifter auf dem Platz. Okay. Auf zum Platz. Da platzen sie alle. Ich könnte euch abstechen wie ein Schwein. Achso, willst du ein Schwertchen haben? Schwert oder Axt? Spitzhacke. Der da halt nicht. Ja. Ist ja schön, dass der schon fast tot ist. Oh. Gibt's halt ein Flammenschwert heute mal im Angebot. Was eigentlich auch eine Range-Waffe ist. Irgendwie ja. Platz, Platz, Platz. Bam, 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 bam. Jetzt ist da noch einer. Bleib stehen! Ah, darf Paul damit rumspielen. Das ist sowohl ein Nah- als auch eine Fernkampf. Das kommt alles auf die Fähigkeit an. Ja, ja. Das war genau zur rechten Zeit, Kriegsmeister Carnson. Habt vielen Dank. Die Abtrünnigen werden immer frecher. Das ist das erste Mal, dass sie versuchen, innerhalb der Festung Bomben zum Einsatz zu bringen. Eine neue Taktik könnte für einen neuen Anführer sprechen. Glaubt ihr, die haben einen gefunden mit halbwegs Grütze im Kopf? Glauben? Ich weiß es. Es ist ein Char namens Ajax Ambossbrand. Und der Mistkerl ist mir ein Dorn im Auge. Wisst ihr irgendwas über Ambossbrand? Wie man ihn finden und aufhalten könnte? Späher haben ein Lager der Abtrünnigen vor Ebonfalke entdeckt. Aber meine Leute sind mit dem Schutz des Vertragsverhandlungsorts beschäftigt. Die Ebon-Vorhut hat es noch nicht überprüfen können. Aber ich würde wetten, er oder seine Soldaten sind dort. Wir sehen mal nach, Kommandeur. Disziplinlose Schläger wie die sollten leicht zu finden sein. Alles klar. Okay. Gehen wir mal auf. Okay, gehen wir halt nicht auf Bombensuche. Das kümmern die sich schon um. Entwickelt euch zu Killerinstinkt, ist glaube ich das Richtige, ne? Ja. Ja. Pana, digitiert zu Killerinstinkt. Moment, das war falsch. Entwickelt sich zu. Wieso sind wir schon wieder Götterfels? Weil wir nicht durch das Portal gegangen sind, sondern nur in der Story. Ich wollte gerade meine Belohnung wählen. Du musst was? Ich wollte gerade meine Belohnung wählen. Kannst du jetzt nicht mehr wählen, oder was? Doch klar, weil ich bin nur im Ladescreen.